Begegnungen, Objekte, Musik. Im Garten der Ehninger Künstlerin Gudrun Krüger haben Ehninger Künstler jetzt gemeinsam ihre Werke präsentiert. Angefangen hatte alles 2008 mit den offenen Ateliers, in denen etliche Künstler der Achalm-Gemeinde ihre Arbeit vorstellten. Inzwischen sind die Ausstellungen eine konstante Größe im kulturellen Leben der Gemeinde geworden. Zu sehen bekamen Kunstinteressierte jetzt unter anderem Picknickinstallationen von Gabi Hagenloch, Collagen von Carola Frese oder Verstrickungen von Sabine Ruf.